Herzlich willkommen zu unserem zweiten Termin in unseren Online-Werkstattgesprächen. Heute mit Heike Steging und Gesa Zwartscholten von der Lebenshilfe Nordhorn. Und wir werden ein tolles Projekt hören, nämlich über Lebenshilfe, über die Lebenshilfe von morgen mit dem Kurztitel Übermorgen. Und wen Sie hier gleich hören werden, das sind hier unsere beiden Referentinnen, einmal Gesa Zwartscholten und Heike Steging. Und die möchte ich Ihnen mal ganz kurz vorstellen, bevor ich direkt übergebe und gar nicht lange warte, damit wir so viel wie möglich über das Projekt erfahren. Gesa Zwartscholten ist Projektreferentin im Rückenwind-Projekt Übermorgen. Sie hat einen sozialpädagogischen Fachhintergrund mit dem Studienabschluss in Social Work. Sie ist schon eine Weile in der freien Wohlfahrtspflege tätig, wie ich in unserem Vorabgespräch erfahren durfte. Und darunter auch bereits einige Jahre in der Lebenshilfe Nordhorn. Unter anderem hat sie Tätigkeiten als Projektkoordinatorin für Rückenwind Plus Projekte seit 2016 durchgeführt. Und darüber hinaus ist Frau Zwartscholten zuständig für den Bereich Bildung, interne Fortbildung sowie Ausbildungsbegleitung. In unserem Vorgespräch hat ihre Kollegin Heike Steging sie mit ihrer Rolle in dem Rückenwind Plus Projekt ungefähr so beschrieben, indem sie sagte: Gesa Zwartscholten ist das Herz des Projekts. Heike Steging ist die Projektleiterin des Projekts, das wir heute im Eingehenden erfahren werden. Von Hause aus ist sie Diplompädagogin. Hier noch ein paar Eckpunkte zu ihrer Tätigkeit bisher. Bis 2011 war sie Mitarbeiterin im Diakonischen Werk Nordhorn, dort 2 Jahre in der Wohnungslosenhilfe und im Freiwilligendienst und Engagement. Seit inzwischen 10 Jahren, also seit 2011, arbeitet und wirkt sie in der Lebenshilfe Nordhorn. Unter anderem obliegen ihr der Aufbau und die Leitung des Bereiches Bildung und Freiwilligendienste. Und seit 2016, also auch ähnlich wie Frau Zwartscholten oder gleichzeitig, hat sie auch mit den Rückenwind Plus Projekten zu tun und ist da unter anderem Projektleitung überhaupt in ESF-Projekten, aber eben auch in Rückenwind Plus. Aktuell ist sie Bereichsleiterin des Bereichs Bildung, Digitalisierung, Personalmanagement. Eine sehr interessante Kombination. Und was sie hier unter anderem macht, ist, einen umfangreichen Reorganisationsprozess zu begleiten und durchzuführen. In unserem Vorgespräch habe ich darüber hinaus erfahren, dass Frau Zwartscholten und Frau Steging seit kurzem auch eine Zusatzqualifikation als Wirkungsmanagerinnen abgeschlossen haben. Wir sind sehr gespannt. Wir haben hier 2 sehr erfahrene Akteurinnen, zum einen in der freien Wohlfahrtspflege, zum anderen in Rückenwind und dann auch noch mit einem tollen Projekt, das 2019 gestartet ist und was schon erste Erfahrungswerte hat. Und ich übergebe direkt an Sie und freue mich auf Ihren Beitrag. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie können ab jetzt auch schon Fragen im Chat stellen, sobald es losgeht. Wir werden sie immer sammeln, werden gucken, in welcher Position wir sie einspielen. Und jetzt wollen wir erstmal gar nicht lange warten. Frau Zwartscholten, Frau Steging, bitte übernehmen Sie gerne. Wir freuen uns auf Ihre Projektdarstellung und auf Ihren Beitrag. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Frau Klawitter, für die freundliche und ausführliche Vorstellung. unser Titel, unseres Projektes über die Lebenshilfe von morgen, über Lebenshilfe, spricht da schon ein bisschen Bände. Wir hatten als Auslöser eben uns überlegt, wie können wir uns ausstellen, was können wir in unser Projekt einarbeiten, damit wir für übermorgen gut aufgestellt sind. Und wir wollen Ihnen mit der Präsentation heute zumindest einen kleinen Einblick gewähren. Wir möchten, dass Sie am Ende wissen, worum geht es eigentlich, welche großen Meilensteine haben sich die Lebenshilfe-Mitarbeitenden aus Nordhorn vorgestellt und auch schon durchgeführt teilweise. Wir sind gerade in der Mitte des Projektes und würden Ihnen gerne so ein bisschen von dem Spirit und der Kultur unseres Projektes vermitteln und freuen uns, wenn Sie mehr über das Projekt wissen wollen, wenn Sie sich im Anschluss oder über den Kontakt an uns wenden. Ja, wir im Projekt Übermorgen über die Lebenshilfe von morgen arbeiten eben im Rahmen oder ermöglicht es das Projekt eben über ESF. Gesa, wenn du eine Folie weitermachst vielleicht. Genau, ich kann selber nicht schalten. Ich muss immer so nette Aufforderungen oder Formulierungen einbauen. Sehen Sie mir das bitte nach. Sind natürlich gefördert und haben dadurch die Möglichkeit, über zahlreiche Qualifizierungen und Bildungsangebote eben sehr stark an der Kultur unseres Projektes zu arbeiten. Wir haben einen kurzen Überblick gestaltet, wie unser Projekt vom Rahmen her aussieht. Und zwar arbeiten wir seit dem 1.8.2019
an diesem Projekt und sind sozusagen jetzt ungefähr in der Halbzeit und sind bis Juni nächsten Jahres noch an ganz zahlreichen Dingen am Arbeiten. Wir haben 195 Mitarbeitende aus unserer Gesamteinrichtung, die teilnehmen. Wir haben hauptamtliche Mitarbeiter und eben auch Nebenamtler in unserer Einrichtung ungefähr 1000. Aber zu der Zeit, als wir gestartet sind, hatten wir im Vollzeitäquivalent ungefähr 500 Mitarbeitende. Das ist schon ein großer Anteil, 195. Und wenn man sich die Stunden anschaut in unserem Projekt, sind diese 195 Mitarbeitenden circa 2,5 Tage alle im Projekt beschäftigt. Da kann sich der eine oder die andere vielleicht schon vorstellen, wie viel Beteiligung das kostet und auch Überzeugungskraft, so viel auch mitzuarbeiten. Wir haben eine freundliche Unterstützung über den ESF-Fördermittelbereich von knapp 400.000 Euro zu erwarten und auch schon teilweise erhalten und arbeiten im Förderbereich der Maßnahmen zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit und der Förderung der Innovationsfähigkeit. Super. Ja, jetzt das erste Mal meine Stimme. Also vielen lieben Dank für die einführenden Worte. Auch nochmal Frau Klawitter. Sie haben es gerade auch schon kurz erwähnt. Frau Stegging und ich haben eine Weiterbildung gemacht als Wirkungsmanagerinnen und haben gesagt, okay, wir würden Ihnen auch gerne nochmal kurz deutlich machen, was möchten wir denn eigentlich mit unserem Projekt bewirken? Und da geht es doch immer erstmal davon aus, was gibt es eigentlich für ein Problem, dass wir nicht schauen, was haben wir für eine Förderung, sondern wir müssen ja erstmal unser Projekt konzipieren. Bedeutet also, wir haben uns mit dem Thema Herausforderungen beschäftigt und die große Herausforderung ist natürlich Digitalisierung, neue Technologien, verändertes Verhalten eben auch von Kunden und Kostenträgern, die definitiv nach neuen oder nach flexiblen Hilfeprozessen und eben Leistungszugängen streben. Und deshalb haben wir uns eben mit dem Projekt Übermorgen auf den Weg gemacht und haben eben geschaut, okay, was haben wir denn für Bedürfnisse, Bedarfe der Zielgruppen und haben ganz klar unsere Mitarbeitenden und Stakeholder als Zielgruppe definiert, mit denen wir ganz stark eben in diesem partizipativen Prozess gemeinsam arbeiten. Das heißt also, Mitarbeitende gestalten gemeinsam eine neue Unternehmenskultur und entwickeln eben auch vernetzte, agile und auch kundenzentrierte Arbeitsstrukturen. Das ist so der ganz große Bedarf auch der Zielgruppe und haben natürlich geschaut, okay, Vision, Ziele, wie kommen wir da eben mit unserem Hauptziel, eben, dass wir ein Unternehmen für Menschen mit Behinderung sind, überein und haben eben dann das Projekt darauf ausgelegt und weiterentwickelt. Da geht es natürlich jetzt nochmal ganz klar darum, neue Denk- und Arbeitsweisen einfach in der Gesamtstrategie zu entwickeln und auch so ein kleines Update, sage ich mal, oder auch ein großes Update interner und externer Prozesse vorauszusetzen beziehungsweise zu entwickeln. Und Sie sehen eben auch schon die Folie Input, Output und Outcome. Da komme ich gleich auch ganz kurz zu. Bedeutet eben auch nochmal mit der Förderung durch die Fördermittel eben haben wir die Möglichkeit, diesen Input zu geben und halt eben hoffentlich viel Outcome und natürlich Impact zu generieren. Genau, ich hüpfe mal eine Folie weiter, dann sehen Sie nochmal die Wirkungstreppe und anhand dessen würde ich Ihnen gerne einfach mal so ein bisschen aufzeigen, okay, was ist so die Philosophie jetzt des Projektes, wie sind wir daran gegangen? Und Sie sehen schon, die einzelnen Stufen bauen sich quasi aufeinander auf. Und man muss eben sagen, der Impact, also ganz oben auf der Folie, die Organisation verändert sich. Das ist eben das, was ich eben schon gesagt habe, die Organisation muss sich weiterentwickeln. Wir müssen uns mit Verantwortung für eine bestmögliche Versorgung natürlich dem Kunden im Sozialraum stellen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das bedeutet natürlich auch ein Stück weit mit liebgewonnenen Traditionen, sage ich mal, zu brechen, gemeinsam Prozesse auch mit Eltern und eben den Stakeholdern grundsätzlich zu gestalten und dort eben das Kundeninteresse ganz stark zu berücksichtigen.
Auf der Output-Ebene, das heißt, ich gehe nochmal ganz nach unten, sehen Sie auch nochmal, die Aktivitäten finden wie geplant statt. Das sind eben unsere ganzen Workshops, Qualifizierungen, die Zielgruppen werden erreicht. Das ist natürlich eine messbare Größe, nehmen die Mitarbeitenden auch an unseren Workshops teil, können wir auf jeden Fall einen Haken hintermachen. Und beim Outcome, da kommen wir wirklich auf diese Wirkungsebene. Das heißt also, wie verändern sich unsere Zielgruppen nun auch? Und ich würde ein Beispiel gerne einmal anbringen. Das ist, jeder kennt es jetzt in seinem ESF-Projekt. Alle sind irgendwie in Präsenzveranstaltungen gestartet, wie wir das so kennen. Und dann kam Corona und alle mussten digital umstellen. Bedeutet, wir haben auch unsere Workshops digital umgestellt. Dann war erst große Verunsicherung und dann kam irgendwie doch schnell der Durchbruch. Jeder kam oder kommt mittlerweile wie ganz normal die Türe rein, kommt in die digitale Türe rein. Und da sieht man doch auch schon sehr stark, dass die Zielgruppe jetzt gerade intern schon stark auch die Fähigkeiten verändert haben und eben auch das Bewusstsein dafür, wie wichtig Digitalisierung im sozialen Raum ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und man kann das Projekt sehr schön an dieser Wirkungstreppe einfach nochmal aufzeigen. Ja, Frau Zwartschalten sagte gerade schon, man fängt auf der Treppe an und uns war ganz klar, wenn wir viele erreichen wollen, brauchen wir einen exorbitant guten Start in das Projekt. Die Frage ist natürlich bei jedem Projekt immer, wie erreichen wir die Aufmerksamkeit und auch die Motivation der Mitarbeitenden. Deswegen war uns ganz wichtig, dass möglichst alle die Möglichkeit haben, von Start an zu wissen, worum geht es in diesem Projekt. Und das haben wir folgendermaßen gestartet mit einer Kickoff. Zwar war diese Kickoff für Führungskräfte. Wir haben aber im Vorfeld in einer Nacht- und Nebelaktion an alle Arbeitsplätze im Unternehmen, und ich hatte gerade gesagt, wir sind fast 1000 Mitarbeitende, haben wir QR-Codes mit einem kleinen Helmaufkleber an die PCs geklebt. Mit diesem QR-Code öffnete sich ein kleiner Film, also übermorgen Film, den Frau Zwartschalten jetzt auch schon aufgerufen hat. Und morgens bei dieser Kickoff, wo wir in Präsenz in einem großen Tagungshaus waren, mit allen Führungskräften, war zeitgleich mit dem Beginn der Veranstaltung, konnten alle Mitarbeitenden diesen Kickoff-Film sehen. Und den haben wir bewusst etwas lustig aufgezogen, ein bisschen mit so Halbwahrheiten oder auch Halbernstigkeiten gefüllt, indem wir als Symbol für die digitale Welt und das Wissen und die Möglichkeiten der digitalen Welt uns eben Vicky als Hauptprotagonistin dort aufgestellt haben. Und wir würden ganz gerne einen kleinen Einblick geben in diesen Film, indem wir einen kleinen Auszug Ihnen zeigen, mit dem wir den Mitarbeitern klar machen wollten, das erwartet euch, das sind Möglichkeiten der digitalen Transformation. Ich höre nichts. Das war jetzt der Vorspann, da kam nur ein Schuh. Das müsste zu hören gewesen sein, hoffentlich. Okay. Genau. Ich hüpfe da mal. Wir haben uns ein paar Zeiten rausgesucht, genau, das sagte Frau Stingin ja eben gerade schon. Genau, also die Vicky kommt eben morgens zur Arbeit und wird mit den Herausforderungen der Arbeitswelt konfrontiert und mit eventuellen digitalen Lösungen. Mehr sage ich nicht, dann gucken wir uns ein Stückchen an. Thank you.
Stimmt. Jetzt nur noch warten. Niki, denk an deine Datenschutzschulung in 10 Minuten. Nee, nicht bei dem Wetter, auf gar keinen Fall. Alexa, hast du nicht eine etwas bessere Idee? Schon mal an ein E-Learning. Ja, das ist eine gute Idee. Hallo, herzlich willkommen zu unserer heutigen Datenschutzschulung. Ich begrüße alle Anwesenden hier in dieser Teamsitzung und natürlich auch meinen Online-Mitdenker. Oh, ein Grüezi an meine Freundin der Schwanz. Okay, ich glaube, aufgrund der Filmqualität und auch des ausreichenden ersten Eindrucks sollten wir vielleicht an der Stelle beenden. Leider hat der Film hier bei mir in der Übertragung etwas gestockt. Das hat Sie wahrscheinlich auch eilt. Nur als Erklärung für den Rest, wir haben dann so einige Beispiele noch gegeben, wie die Entwicklung einer Kita-App, weil irgendwelche Mitteilungsblätter verloren waren. Dann wurde das Internet gelöscht im ganzen Unternehmen und der Geschäftsführer hat das mit Wiki wieder hingebogen. Also wir haben versucht, es über so ein bisschen so eine teillustige Geschichte eben an die Mitarbeiter zu bringen, um ihnen zu sagen, okay, innerhalb der nächsten 2 Jahre arbeiten wir genau an diesen Themen und an vielem mehr. Ein bisschen was davon haben wir natürlich auch schon, aber damit wir eben netten und einen lustigen und offenen Eingang und Zugang zu diesem Projekt bekommen, an dem sich ja nun auch viele von den Mitarbeitenden, die das dann sich angeschaut haben, auch beteiligen sollen. Ja, jetzt ein wenig zur inhaltlichen Ebene, die Projektlinien, und zwar derer 4. Im Projekt sind einmal 2 Projektlinien, in denen wir uns beschäftigen mit dem Erarbeiten von Inhalten. In der Projektlinie 1 haben wir den Fokus auf unsere Anspruchsgruppen gelegt und haben gemeinsam mit Mitarbeitenden, also es ist alles aus Mitarbeitendenhand erstellt worden, erarbeitet, was müssten wir unsere Zielgruppen, also unsere Stakeholder, unsere Kunden, alle, die mit uns zusammenarbeiten, fragen, damit sie uns sagen, wie sie sich uns als Unternehmen und unsere Dienstleistung wünschen in der Zukunft. Das war ein toller Prozess, weil eben die Mitarbeitenden das alles selber entwickelt haben, weil sie eben auch wissen, worum es geht. Wir gehen dann nachher noch mal ein bisschen weiter drauf ein. Die 2. Analyse- und Ist-Standsgruppe war eben in der Projektlinie 2 vertreten. Sie haben die internen Prozesse sich angeschaut unter verschiedenen Fokusthemen, auf die wir später noch mal eingehen. Und resultierend daraus entstehen dann Projektlinie 3 und 4. Einmal mit Fokus auf die Führungs- und Leitungskräfte, die eben sich aufgrund der Ergebnisse in ihrer Haltung, aber auch in den inhaltlichen Arbeitsmethoden einstellen müssen auf das, was kommt. Und in der Projektlinie 4 arbeiten Mitarbeitende, die sich auf Projekte bewerben oder Module bewerben, in Werkstattgruppen, um die aus der Projektlinie 1 und 2 eliminierten Herausforderungen umzusetzen. Eine Folie weiter. Genau. In der Projektlinie 1, in der es eben um die Anspruchsgruppen geht, um alle, die unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder über die unsere Kunden zu uns kommen, wurde eben ein Befragungsinstrument konzipiert. Die Befragung wurde durchgeführt und ausgewertet und die Erhebung der zukünftigen Bedarfe und Anforderungen wurden zusammengefasst. Wir stehen gerade davor, diese ganzen Ergebnisse den Führungskräften vorzustellen, stehen alle schon fest. Es ist ganz viel dabei herausgekommen. Und unser Ziel ist eben mit dieser Projektlinie gewesen, dass wir eben die ganzen Ansprüche und auch Vorstellungen, die vielleicht gar nicht in unseren Köpfen drin sind, umfänglich eben auch erhalten und uns darauf dann eben einstellen können und dass diese Dinge uns auch bekannt sind. Es hätte auch an dieser Stelle, muss man sagen, so eine Umfrage ist ja auch nicht ganz ohne Risiko. Man muss auch ein bisschen Mut beweisen, sich der Bewertung und auch vielleicht ja der Kritik der Menschen zu stellen. Aber wir haben halt gesagt, ohne dem können wir uns auch nicht weiterentwickeln. In der Projektlinie 2 ging es eben um die Innensicht. Eine große Projektgruppe von Mitarbeitenden hat eben auch dort ein Befragungsinstrument erstellt
und hat eine interne Befragung durchgeführt über Prozesse, Kulturthemen und so weiter, die den Ist-Stand intern beleuchten. Und auch dort sind viele Bedarfe und Anforderungen erhoben worden. Und das Ziel war eben, dass wir die zukünftigen Change-Themen eliminieren und herausfinden und die Herausforderungen in Bezug auf Struktur und Prozesse erkennen können. Mit diesen Ergebnissen aus Projektlinie 1 und 2 geht es dann weiter in Projektlinie 3 und 4. Dort gibt es eine modulare Führungskräfteentwicklung. Wir nehmen die Ergebnisse und Anforderungen mit, die auch wirklich, das können wir zu diesem Zeitpunkt sagen, von den Projektgruppen aus Mitarbeitenden der ganzen Einrichtung wirklich deutlich formuliert sind. Was sind Anforderungen an Führung, um eben den nächsten Step in die Zukunft zu machen? Und dort werden wir eben mit den Führungskräften in 4 Modulen arbeiten und eine digitale Strategie letztendlich entwickeln, aber auch eine persönliche Sicht auf die eigene Führung, auf Führungsstile und so weiter wagen und uns auch auf einen gemeinsamen Fokus, eine Strategie einigen. In der Projektlinie 4, in den Werkstattmodulen, dort werden Mitarbeitende, die sich auf diese Werkstattmodule bewerben können, egal wer, also wirklich völlig egal, aus allen unseren Bereichen können sich die Teilnehmer, also die Mitarbeitenden bewerben. Sie können Methoden erlernen, sie entwickeln Prozesse vom Anfang bis zum Ende, die dann auch so genutzt werden. Und wir werden auch in die Produktentwicklung gehen, in Anführungsstrichen. Und das Ziel ist eben, dass wir eben nachher auch, dass wir erstmal gemeinsam entwickeln lernen. Das ist ein Ziel, zu lernen, gemeinsam Dinge zu tun, nicht Dinge von oben herab zu entscheiden, sondern sie zusammen zu entwickeln, weil sie einfach dann zielgenauer und auch effektiver sind und die Prozesse und Strukturen eben auch entwickelt zu haben. Genau, und jetzt möchten wir Ihnen gerne noch so ein paar Einblicke eben auch in die einzelnen Projektlinien geben. Das heißt also, was ist nochmal konkret Inhalt? Sie sehen jetzt, glaube ich, unter Stakeholder-Analyse, die Stakeholder sind sehr, sehr klein, aber ich sage Ihnen gleich, welche Stakeholder wir quasi mit der Projektgruppe gemeinsam definiert haben beziehungsweise priorisiert haben. Es gibt natürlich immer eine ganze Menge an Stakeholdern, die eben da, wenn man erstmal anfängt zu brainstormen, zusammenkommen. Und vielleicht noch mal eben kurz zum Hintergrund. Frau Stinging hat es ja eben gerade auch noch mal gesagt. Wir hatten in der Projektlinie 1 und 2 jeweils 60 Mitarbeitende in der Projektgruppe. Das heißt also, wir waren eine sehr große Gruppe. Wir hatten sehr viele unterschiedliche Mitarbeitende dort am Start. Und von daher hatten wir natürlich ein umfangreiches Wissen. Also das können wir, glaube ich, so aus unserer Erfahrung auch nochmal mitgeben. Mitarbeitende aus unterschiedlichen Bereichen und vor allem auch unterschiedlichen Disziplinen zusammenzubringen. Man hat so einen großen Mehrwert und alle Mitarbeitenden sind immer sehr begeistert und sagen so, boah, das ist so toll, auch mal mit anderen Mitarbeitern auch, ich sag mal, außerhalb seines eigenen Dunstkreises zu arbeiten. Das ist sehr inspirierend. So sind wir eben in der Projektlinie 1 nochmal Fokus Anspruchsgruppen so vorgegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten unsere Eltern, wir möchten unsere rechtlichen Betreuer, wir möchten Unternehmen, mit denen wir arbeiten, gerade im Werkstattbereich befragen, wir möchten den Leistungsträger befragen, unsere Kooperationspartner, Freiwillige und Praktikanten, auch im Hinblick auf Nachwuchskräfte und natürlich Fachkräftemangel, wer kennt ihn nicht. Und natürlich auch unsere Gäste, weil wir betreiben ein Hostel und was integrativ und inklusiv aufgestellt ist. Also von daher wollten wir auch da unsere Dienstleistung abfragen. Bedeutet also, wir haben eine Befragungsinstrument zur Ist-Analyse konzipiert und haben viele tolle Erkenntnisse gewonnen. Und wir haben Angebote und Dienstleistungen abgefragt. Wir haben die Kommunikation abgefragt und auch die Zusammenarbeit. Und eben, wie Frau Stinging schon sagte, da gehört definitiv auch Mut dazu, weil es sicherlich nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und wenn man eben die Möglichkeit hat, in einem Fragebogen seine Meinung zu äußern, das ist immer super hilfreich. Aber man muss, glaube ich, schon auch mutig sein als Unternehmen. Und dem Ganzen haben wir uns gestellt. Wir haben
dann natürlich die gesamten Ergebnisse ausgewertet und haben nochmal geschaut, okay, das ist jetzt der Ist-Stand, so sehen uns also unsere Stakeholder. Jetzt möchten wir natürlich auch wissen, wie möchten sie zukünftig mit uns zusammenarbeiten? Das heißt, wir haben überlegt, wie können bestimmte Zukunftswerkstätten aussehen, und da kamen wir doch auch durch Corona schnell an unsere Grenzen, beziehungsweise an große Herausforderungen, weil wir es eigentlich geplant hatten, wir machen ein schönes World Café, unterschiedliche Stakeholder-Gruppen kommen zu uns und wir schauen gemeinsam, wie Zusammenarbeit im Jahr 2025 vielleicht aussehen kann. Das haben wir dann kurzerhand digital abgebildet. Es war auch sehr, sehr spannend. Dazu muss man auch sagen, wir haben einige telefonische Interviews auch geführt mit Kooperationspartnern, aber mit Eltern haben wir auch nochmal eine digitale Abfrage gemacht, so ein bisschen im WhatsApp-Format. Das heißt also, es war so ein bisschen interaktiv gestaltet. Das heißt so, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, man ist auch in Kommunikation. Und das große Thema war einfach, lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft planen. Und da haben wir eben die unterschiedlichsten Ideen, sage ich mal, auch von unseren Eltern, von unseren Unternehmen und Kooperationspartnern und auch Freiwilligen natürlich bekommen. Und Sie sehen auch schon auf dem letzten Kreis, dass wir eben die Handlungsempfehlungen formuliert haben. Und ich würde Ihnen gerne einfach mal so einen Auszug daraus geben. Frau Steging sagte ja gerade schon, es ist auch sehr deutlich formuliert, auch nochmal was an Richtung Führung geht. Und wir haben dann gemeinsam mit einem Unternehmen geschaut, die Frau Jakobsen von M&T hat uns in diesem Prozess begleitet. Wie können wir es denn formulieren? Und wir haben beispielsweise, war ganz oft das Thema Transparenz und das Kommunikationswege stark in unseren unterschiedlichen Einrichtungen variieren. Das ist natürlich auch normal, weil wir haben Kita-Eltern, wir haben Eltern aus dem Wohnbereich, die sind deutlich älter. Das heißt also, da findet Kommunikation doch recht unterschiedlich statt. Aber beispielsweise war dann oder ist eine Handlungsempfehlung aus der Anspruchsgruppe der Eltern, dass die Projektgruppe formuliert hat, wir empfehlen, die externen Kommunikationsmöglichkeiten der Lebenshilfe weiter auszubauen und die Geltungsbereiche individuell anzupassen, um die Erreichbarkeit zu verbessern und den Informationsaustausch zu optimieren. Das heißt also, da geht eine konkrete Message, sage ich mal, raus. Und Führung überlegt eben dann in der Projektlinie 3, die Frau Steging uns gleich nochmal vorstellt, wie gehen wir damit konkret um. Genau, wir hatten auch eben noch so ganz interessante Erkenntnisse, dass Kooperationspartner uns beispielsweise gesagt haben über den Fragebogen, wir würden gerne über die Lebenshilfe auch Fortbildungen in Anspruch nehmen, wo wir gar nicht so, was wir jetzt noch gar nicht so bedienen, aber was natürlich total super ist, wenn man einfach mal drüber spricht und wir es einfach auch anbieten können. Da merkt man doch auch wieder, wie wichtig so ein Austausch ist. Und das war wirklich sehr, sehr hilfreich und vor allem für die weitere Arbeit sehr, sehr spannend. Ich möchte auch noch ein paar Eindrücke gerne zur Projektlinie 2, bedeutet also zu den internen Prozessen geben, damit Sie auch da mal einen kurzen Einblick haben. Also wir haben einmal wirklich die externe Sicht abgefragt und dann geht es natürlich auch, der Blick darf natürlich als Unternehmen nicht nur nach außen gehen, sondern auch innen muss fokussiert werden. Bedeutet also, wir haben uns für eine Mitarbeiterbefragung entschieden, wo es rund um das Thema interne Prozesse, Hardware, Software, die eigenen Fähigkeiten, die eigenen Fertigkeiten, Nutzungsverhalten, Schulungsbedarf, also all diese Parameter haben wir abgefragt in einer Online-Befragung. Da muss man sagen, jetzt muss ich gerade lügen, ich glaube, wir hatten eine Beteiligung von knapp 75% aus dem Unternehmen. Das ist richtig klasse. Ja, also das war wirklich eine sehr, sehr hohe Beteiligung. Dadurch konnten wir natürlich auch eine Menge an Infos, an Eindrücken und so weiter gewinnen. Wir haben auch die Befragung natürlich ausgewertet und haben dann auch eine Zukunftswerkstatt durchgeführt. Und da muss man sagen, das war auch eine total spannende Geschichte. Wir haben mit 65 Mitarbeitern aus der Lebenshilfe gemeinsam digital eine Zukunftswerkstatt auf die Beine gestellt. Also 65 Teilnehmer hatten wir. 60 Teilnehmer, 5 drüber, wo es wirklich darum ging, eine Vorstellung zu entwickeln, wie es zukünftig sein könnte. Frei nach dem Motto, es wäre schön, wenn,
Ne? Und dann konnte man einfach mal ganz frei spinnen. Und auch da haben wir natürlich Handlungsempfehlungen gegeben. Und man hat eben auch nochmal gemerkt, auch diese Selbsteinschätzung war super hilfreich für uns als Bildungsbereich natürlich nochmal, dass wir sehen, okay, wo brauchen die Mitarbeiter Unterstützung? Aber eben auch, was sind so Schmerzprozesse? Wo sehen Mitarbeiter ganz konkret Handlungsbedarfe? Und das stellt Frau Steging ja gleich nochmal in der Projektlinie 4 vor, denn da geht es wirklich an die konkrete Umsetzung. Wir haben in Projektlinie 2 die Daten erhoben. Was brauchen wir? Wo müssen wir, an welche Prozesse müssen wir ran, sage ich mal. Und das ist total super. Und wir haben beispielsweise auch Handlungsempfehlungen bezüglich der Datenstruktur und der Datenpflege geschrieben, wo es zum Beispiel darum geht, zur Entwicklung einer Lebenshilfe-App empfehlen wir einen Arbeitskreis zu bilden, in dem Mitarbeiter der EDV sowie Mitarbeiter aus jedem Bereich mitwirken, um somit ein digitales Instrument zu etablieren. Oder beispielsweise die Handlungsempfehlung bezüglich Einarbeitung, Schulung. Da ging es nochmal so ums Onboarding. Das hatten wir im letzten Projekt schon auch sehr stark in den Fokus gerückt. Aber ich fand nochmal die Handlungsempfehlung ganz, ganz hilfreich, wo eben Mitarbeiter gesagt haben, der Erfolg der Lebenshilfe basiert auf kompetenten Mitarbeitern. Wir halten ein für die Mitarbeiter verbindliches Standardangebot zur Schulung und Weiterbildung für dringend ratsam, sowie eine Übersicht über Pflichtfortbildung und deren Häufigkeit zur Verfügung zu stellen. Das heißt also, es ist ein ganz konkreter Auftrag und man kann eben schauen, okay, wie können wir es im Unternehmen abbilden. Ich merke jetzt auch gerade so bei der Vorstellung, einige Prozesse hat man jetzt auch tatsächlich schon wieder in dem letzten halben Jahr, sage ich mal, entwickelt. Von daher ist das auch ganz spannend, dass wir dann nochmal wieder gucken müssen, wenn wir in den Werkstätten sind, okay, was haben wir eigentlich schon wieder alles etabliert, sage ich mal, beziehungsweise eingeführt. Aber das einfach erstmal zu den Projektlinien 1 und 2 als Gesamtübersicht, sage ich mal, und ersten Eindruck. Wir haben dann, das kann man vielleicht einmal noch ergänzen, da sehen Sie nochmal so die Zusammenfassung, also Handlungsempfehlung der Projektlinie 1 und die Handlungsempfehlung der Projektlinie 2 gehen eben jetzt in den Validierungsprozess, der uns jetzt am 29. Juni bevorsteht, wo wir mit allen Führungskräften nochmal gemeinsam auf die Handlungsempfehlungen der Projektgruppen schauen. Da muss man auch sagen, es ist für Mitarbeitende herausfordernd, für Anführung etwas zu formulieren. Eigentlich kennt man das aus so einem hierarchischen System ja eher andersrum. Von daher auch das sehr herausfordernd, aber genau die, sag ich mal, Kultur, zu der wir gern möchten. Genau, und da geht es eben dann darum, dass die Führungskräfte nochmal inhaltliche Schwerpunkte setzen in den Projektlinien 3 und 4. Und die Projektlinien 3 und 4 stellt uns jetzt Frau Steging nochmal inhaltlich vor, sodass wir auch da, sag ich mal, den Kreis rund bekommen, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter. Also von daher, Projektlinie 1 und 2 sind quasi abgeschlossen. Die, da können wir einen Haken hintermachen. Da haben wir ganz viel Input bekommen. Wir haben tolle Ist-Analysen und eben Handlungsempfehlungen aufgebaut. Und jetzt geht es weiter in die Entwicklung. Und das ist auch nochmal sehr spannend. Genau, wie Frau Zwartscholten sagte, befinden wir uns jetzt im Bereich der Zukunft. Was haben wir vor? Wir haben vor, mit den fantastischen Ergebnissen aus den ersten beiden Projektlinien unter anderem auch in ein Führungskräftemodul zu gehen. Das Führungskräftemodul ist nicht dazu da, damit die Führungskräfte entscheiden, wie es weitergeht, sondern es geht darum, und das sage ich auch gerne ein bisschen so zu Fuß, dass sich jetzt ab jetzt jeder an seine eigene Nase fasst und überlegt, ob er sie mit seiner Führungshaltung, seinem Führungsverständnis oder ihrem Führungsverständnis und mit dem Blick auf die zukünftige Entwicklung eine gute oder für sich angemessene Führungskraft ist, werden will oder schon ist, wie auch immer. Also uns war ganz wichtig, dass wir eben lernen, dass wir reflektieren und vertiefen. Und das tun wir auch, indem wir ein Stück weit alle miteinander an uns selber arbeiten und auch einen gewissen Status quo setzen. Es soll natürlich nicht eine durchweg eine Analyse, eine persönliche Analyse werden, aber es ist uns schon klar, und das kann man an der Stelle, denke ich, auch so sagen,
dass ja eine Führungspersönlichkeit oder ein Führungsverständnis ein dienendes sein soll. Das ist uns in der Lebenshilfe als Schlagwort, sage ich mal, oder als Begriff klar. Das zu verinnerlichen, da kann sich jeder selber reflektieren, ist es nochmal eine andere Geschichte. Wir möchten aber gerne mit diesem Modul ein ganzes Stück weit in diese Richtung gehen, indem wir eben die Themen mitnehmen und sagen, okay, was ist von den Themen ein Anteil an unserer Führung? Sind wir Leute, die eben diese Entwicklung befördern? Sind wir dazu da, um gute Methoden und Wegbereiter zu sein? Das wollen wir in diesem Modul reflektieren. Wir mussten dem natürlich Überschriften geben seinerzeit, auch in der Antragstellung, ist klar. Aber wir haben eben uns diese Schwerpunkte gesetzt. Wir werden im ersten, also alles ist in Blended Learning Format aufgebaut. Wir werden einen Input haben. Wir werden uns mit der Führungspersönlichkeit vom Ich zum Wir, also in eine Verantwortungsgemeinschaft sozusagen begeben und werden für jedes Modul, wofür so ein Kreis steht, werden wir Inputs haben, gemeinsam erarbeiten. Dann werden wir Selbstlernphasen haben und Selbsterarbeitungsphasen. Und diese zwischen den Modulen in sogenannten Circle über ja Working Out Loud Methoden wieder vertiefen und damit ins nächste Modul gehen. Also es wird nicht so sein, dass wir uns immer an einem Oberthema abarbeiten und sagen, wir müssen jetzt am Thema Kommunikation an sich arbeiten, sondern wir suchen uns aus den Handlungsempfehlungen die Felder aus, die zum Thema Kommunikation passen. Vielleicht auch das Thema Transparenz. Wie kommunizieren wir? Was müssen wir kommunizieren? Wie organisieren wir Selbstverantwortung und so weiter und so fort. Also es gibt 4 Module, die eben immer nach demselben Prinzip ticken. Es gibt den Input über die Ergebnisse der Projektlinien 1 und 2. Dann wird es die Frage, was sagt das uns in der Notwendigkeit, uns zu verändern oder unser Führungsverständnis, unsere Strategie zu verändern. Dann wird gelernt, ausgetauscht und weitergelernt. Ich glaube, das reicht so viel zu diesem Punkt. Es sind immer 2,5 Tage Präsenz, die nun tatsächlich, glaube ich, auch wieder gehen wird im Herbst. Dann wird es einen halben Tag Selbstlernphase geben und dann zwischendurch die Treffen in diesen Circlen. Und die können sich, wenn sie wollen, auch noch Coaching-Stunden dazu holen zu diesen Circlen, sodass wirklich jeder das intensiv auch nutzen kann. Das ist die Projektlinie 4. Ist dann die Projektlinie, in der Mitarbeitende ganz konkret an der Umsetzung der Handlungsempfehlungen weiterarbeiten, und zwar praktisch. Es wird eine Gruppe geben, die sich in einem Innovationslabor als sozusagen Innovationspaten schulen lässt, die gewisse Methoden erlernen, damit wir in all unseren Bereichen zukünftig schnell iterativ arbeiten können. Es wird eine Vernetzungswerkstatt geben, die Themen der Vernetzung, der Prozessabarbeitung in unserer Einrichtung, vielleicht an einem Beispiel zwischen 2 Geltungsbereichen, wie auch immer, behandelt und aber auch ein Produkt entwickelt. Wir werden einen digitalen Fitnessparcours entwickeln. Darauf zahlte auch das ein, was Frau Zwartscholten gesagt hat, dass alle sagen, alle müssen fit gemacht werden, kompetent gemacht werden. Jeder muss ein gewisses Level haben und auch digital kompetent sein in Handhabung und Bedienung. Dort wollen wir viele Mitarbeiter gewinnen oder Mitarbeitende gewinnen, die eben diesen Parcours entwickeln und eine Möglichkeit schaffen, die wir jetzt natürlich schon abgebildet haben in unserem Bildungsportal, aber die Verbindlichkeit oder auch vielleicht die Motivation stärken, sich auf ein gewisses Level auch für seinen Fachbereich und seine Aufgabe einpendeln zu können. Wir werden eine Kommunikationswerkstatt eröffnen. Dort könnte zum Beispiel ein Kommunikationstool für alle Mitarbeitenden entworfen werden. Es könnten Kommunikationsstrategien entworfen werden. Es ist alles noch nicht so ganz klar. Und eben auch eine Lernwerkstatt, in der man eben lernt, anders zu lernen, eben digital zu lernen und auch vielleicht eine neue Plattform zu gestalten.
Genau, also ganz konkret. Und wir möchten auch dort mindestens 60 Mitarbeitende gewinnen. Und wir werden diese Werkstätten auch ausschreiben, damit eben die Leute, die dort teilnehmen, sich mit ein paar Sätzen bewerben können, in Anführungsstrichen. Warum bin ich richtig an dem Platz und warum habe ich Lust, dort mitzuarbeiten? Ganz bewusst auch gerne themenferne Mitarbeitende, die aber Lust haben und motiviert sind und sich vielleicht in ein, zwei Sätzen auch ihre Gedanken Ausdruck geben können, warum sie das interessiert. Also davon erwarten wir uns viel und auch einfach, dass man es mal gemacht hat, um in Zukunft eben genau so auch zu arbeiten. Wir haben ein Problem, wir brauchen Leute, die Lust haben, schnell nach Lösungen zu suchen und die dann eben auch vielleicht nach und nach umzusetzen. Ja, dann sind wir mit der Projektlinie 3 und 4, die parallel laufen, auch am Ende. Und am Ende wird es einen großen Marktplatz geben mit einer riesen Tüte voller Produkte, Learnings und so weiter, die wir aus den vier Projektlinien generieren konnten. Wir werden sicher Produkte vorstellen, wir werden Erfahrungswerte vorstellen, wir werden vielleicht sogar digitale Instrumente vorstellen. Wir werden symbolisiert durch die kleinen Männchen drumherum und Menschen drumherum werden wir alle Projektbeteiligten einladen, unsere Kunden, unsere Beschäftigten, unsere Mitarbeitenden, alle, die Interesse haben, eben auf diesem Marktplatz sich zu informieren oder vielleicht auch einiges in ihrer eigenen Einkaufstasche mit nach Hause zu nehmen. Und dieser Marktplatz, der wird Ende oder im Mai, denken wir, nächsten Jahres sein, sodass wir dann zum Projektende mit diesem Marktplatz einen gebührenden und hoffentlich auch ergebnisfeiernden Abschluss haben werden. Das war's soweit zu unserem Projekt. Wir hoffen an dieser Stelle, dass wir eine Vorstellung vermitteln konnten von dem und über das, was wir tun. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, was auch immer, dann wäre ab jetzt der richtige Platz. Erst einmal Dankeschön. Also was für ein umfangreicher Überblick. Und wir haben es ja mit Ihnen, Frau Stegen und Frau Zwartscholten, mit Rückenwind erfahrenen Akteurinnen zu tun. Wie gehen Sie davon aus, dass die Mitarbeitenden an diesen ganzen vielen Konzepten, Labore, Werkstätten, da fiel auch das Wort, was ich super interessant finde, digitaler Fitnessparcours, das ist ja eine ganz breite Palette. Und Sie sagen, da sind 60 Mitarbeitende. Und wir haben ja oft das Problem eher, dass Mitarbeitende nicht mitmachen. Und Sie sagen, die müssen sich aber auch bewerben. Das heißt, vielleicht ist es genau das. Sie haben ja in Ihrer Umfrage eine Ist-Analyse gemacht. Also Sie haben da einen guten Überblick. Ne? Aber wie schaffen das die Mitarbeitenden während ihrer Arbeitszeit und neben ihren eigentlichen Kernaufgaben, so ein Projekt dann auch noch mit umzusetzen? Ich habe eine Vermutung, aber vielleicht sagen Sie erst mal, welche Einschätzung Sie da haben. Weiß nicht, Gesa, ergänze gerne. Wir haben versucht, das auf verschiedenste Art und Weisen zu vermeiden, dass wir alleine in diesen Werkstätten sitzen und auch so die Beteiligung sehr gering ist. Wir haben bei der Kickoff versucht, eben durch Film und durch Heiterkeit und durch Transportieren dessen, was wir tun, die Leute von Anfang an zu informieren. Wir haben im Kickoff ein Worst-Case-Szenario gemalt mit allen Führungskräften, in dem es hieß, was müssen wir tun, damit dieses Projekt an die Wand fährt? Und haben, glaube ich, damit schon einiges verhindert. Dann hat Frau Zwartscholten in der Durchführung dieser Projektlinien und unter Beteiligung vieler Mitarbeitender aus allen Einrichtungen einen fantastischen Job gemacht und die Leute sehr, sehr, sehr gut einbezogen. Die Mitarbeitenden haben Dinge entwickelt und sind ernst genommen worden. Und im Zusammenschreiben oder im Festhalten der Handlungsempfehlungen, die ja aus diesen ganzen Befragungen und auch der Arbeit dieser Mitarbeitenden entstanden ist, ist die Ernsthaftigkeit und das Mitnehmen garantiert. Und ich glaube, das ist eine neue Erfahrung, die Mitarbeitende so in der Form nicht so oft haben, dass sie Dinge entwickeln und nicht nur jemand sagt, ja, ich nehme das mit und stelle es dann in den Raum der Vergessenheit, sondern wir nehmen das mit, es steht da und im nächsten Schritt gehen wir damit um. Das ist ein Versprechen und wir haben eine Projektseite, in der das auch transparent immer dargestellt wird. Also ich glaube, diese Mischung von ernst nehmen, mitentwickeln,
dann, wie Frau Zwartscholten diese Workshops auch teilweise aufgestellt hat mit den Referenten zusammen, die Beteiligung, das Einbeziehen, das ist das A und O. Und deswegen sind wir auch so feist, das sage ich mal so, dass die Leute sich darauf bewerben müssen, dort mitmachen zu dürfen. Denn viele sagen, boah, wann geht's weiter und wir wollen mitgestalten und so weiter. Und ich glaube, manchmal ist es besser, wenn man sich für etwas bewerben muss, als wenn man bittet, nimm doch teil. Mhm. Und sie haben die Erfahrung gemacht, dass es Spaß macht und sich lohnt. Und es sind fantastische Workshops, die auch 4 Tage lang dauern mit fantastischen Referenten. Darauf kann man sich freuen. Und die wissen, dass das, was wir versprochen haben oder was auch Frau Zwartscholten an Mitarbeit versprochen hat, dass das auch eingehalten wurde. Und ich glaube, das ist im Moment unser Fund. Und hoffen, dass es aufgeht. Gesa, ergänzt gerne. Ja, ich glaube auch nochmal, da vielleicht auch nochmal ein Lob, sage ich mal, an unseren Geschäftsführer, weil es halt eben, das Projekt ist gewollt. Also es ist ein Projekt, was getragen wird. Und deshalb auch nochmal, wie Frau Steging schon sagte, sind wir mit den Führungskräften in die Kickoff gegangen und haben gesagt, was müsste eben passieren, damit das Ding voll gegen die Wand fährt. Und ich glaube, wenn wir bei allen oder bei einer Vielzahl von Mitarbeitenden haben wir einfach eine Haltung und eine Akzeptanz super schnell erreicht. Und das ist eben das A und O. Und 2 Stichworte fallen mir noch ein, Transparenz und Kommunikation. Das ist so wichtig. Wir haben die Mitarbeitenden beispielsweise, wir haben eine eigene Projektseite angelegt, da stehen beispielsweise auch Projektgruppe, Anspruchsgruppen, jeder Mitarbeiter steht da namentlich hinterlegt. Das ist eine ganz andere, ich gehöre dazu, ich habe mitgearbeitet und so weiter und so fort. Also ja, Kommunikation und Transparenz ist unheimlich wichtig und halt eben, dass man weiß, ich habe die Erfahrung, dass eben, ich sag mal, was hinten bei rauskommt, weil ich eben auch die Erfahrung gemacht habe in unserem ersten Rückenwind-Projekt, das hieß Open Now, wo Mitarbeitende mir gesagt haben, ach Gesa, das haben wir schon 7 Mal auf dem Flipchart geschrieben. Wir schreiben es aber auch nochmal 1/8 Mal auf, ist kein Problem. Aber da war halt eben doch schon, dass man gemerkt hat, so, da ist viel Arbeit notwendig. Aber ja, beim 8. Mal hat es dann irgendwie doch geklappt. Und wenn man dann doch merkt, ja, es tut sich was, ist das halt unheimlich viel wert. Von daher sind manchmal kleinere Ziele auch sehr, sehr hilfreich, um die kleinen Ziele auch zu feiern. Was ja für diejenigen, die auch Projekte planen, die in diese Richtung gehen, also es gibt die Schlagworte Partizipation und auch Kommunikation und Transparenz und manchmal denkt man sich auch, die werden so inflationär benutzt und die klingen gut und die sind modern, aber bei Ihnen hat man aus der Praxis gehört, was es heißt. Man geht mit unterschiedlichsten Formaten auf Menschen zu, man bezieht ein, Sie haben sehr oft auch gesagt, dienend. Einmal den Menschen dienend, der gemeinsamen Sache dienend, auch die Führungskräfte als Anspruch an das Führungsverhalten. Und was Sie aber auch sehr viel erzählt haben, ist auch, dass Sie mit Digitalisierung viel zu tun haben. Nun weiß ich auch aus unserem Vorgespräch, dass Sie gesagt haben, nee, Digitalisierungsprojekt sind wir nicht. Wie würden Sie Ihr Projekt dann stattdessen beschreiben? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir gesagt hätten, wir wären kein Digitalisierungsprojekt. Für uns ist Digitalisierung nicht nur dieses Technische, sondern wir brauchen die Leute in ihrem Mindset erstmal da, dass es heißt, dass wir digitale Strukturen etablieren müssen, dass sie uns in unserer Arbeit helfen, dass es auch nicht mehr anders geht und dass wir uns digitalisieren müssen, um dem Anspruch der Klientel auch zu entsprechen. Also wir sind schon ein Digitalisierungsprojekt. Also ich würde mich wehren, aber wir sind eben kein klassisches, das man ansprechen kann und sagen kann, okay, welche Stellenwert hat im Moment bei Ihnen künstliche Intelligenz oder wie bedienen jetzt welche Mitarbeitenden bei Ihnen, welche tollen Apps, die Sie neu entwickelt haben im Projekt. Das ist es gerade nicht. All das machen wir auch sehr wohl nebenbei in anderen Projekten oder auch so. Aber dieses Projekt ist sozusagen der große digitale Teppich, auf den wir erstmal alle holen und ja, auf den erstmal alle drauf müssen, um dann wirklich den riesengroßen nächsten Schritt zu machen. Und das ist, glaube ich, der digitale Charakter, den unser Projekt hat. Und das ein oder andere Produkt wird sicher auch noch links und rechts von der Projekttapete fallen, aber das ist eben so das Herzstück im Moment. Also die technische Seite der Digitalisierung, die nutzen Sie zwar, aber das ist nicht Kern Ihres Projekts. Frau Zwartscholten, was möchten Sie noch ergänzen? Genau, ich hatte eben gerade, als Frau Steging das erzählt hatte,
noch einen Leitsatz oder so ein Teaser, hätte ich fast gesagt, eine Überschrift, die wir auch gemeinsam formuliert hatten mit einer Projektgruppe, wo es dann darum ging, dass wir gesagt haben, das Projekt übermorgen ist eben durch mehr Enterprise, mehr Bullabü, also eben bestimmte Prozesse, sage ich mal, zu optimieren, anzupassen, zu digitalisieren, um dann halt mehr Zeit am Klienten zu haben. Also es ist eben dieses, genau dieser Moment, sage ich mal, dass man sagt, okay, den Prozess, wenn wir den jetzt optimieren, digitalisieren, wie auch immer, dann haben wir wieder mehr Zeit für unsere Kernaufgabe, nämlich pädagogische Arbeit am Kind, am Menschen, am Klienten, wie auch immer. Also das fiel mir jetzt gerade nochmal ein, das war ja nochmal unser Leitsatz, also durch mehr Enterprise, mehr Bullabü. Soll es natürlich nicht abwerten. Nein, wenn ich dann auch nochmal eine Idee mit reinbringe, die Sie auch bei mir sehr überzeugend rübergebracht haben, würden Sie sagen, Sie sind ein Projekt, um Kulturwandel zu betreiben? Oder jetzt mal gegenübergestellt, geht es Ihnen darum, überhaupt Wandlungsfähigkeit möglich zu machen? Also ich glaube, dass wir wandlungsfähig sind, das wissen wir, aber es fehlte das Bewusstsein dafür an vielen Stellen, warum sollen wir uns wohin bewegen? Und das ist, glaube ich, dieses Moment, dass jeder hat so eine Vorstellung davon, wie Digitalisierung für ihn oder sie aussieht, kann das aber vielleicht gar nicht an seine Fachlichkeit oder Arbeitswelt adaptieren, und das kann aber jetzt jeder. Und es kommt natürlich auch eine Menge an digitalen Erfordernissen und so weiter dabei heraus. Wenn sich die Mitarbeitenden über interne Prozesse unterhalten, dann wissen sie sehr wohl, dass sie sagen, das und das und das beschwert unsere Arbeit, nimmt uns Zeit am Menschen. Wir hätten das gerne so und so abgebildet. Dann ist es abgebildet, aber jemand braucht ja auch noch die Kompetenz, es zu nutzen. Es geht ja nicht nur darum. Und das verzahnen wir so ein bisschen. Wir flankieren das natürlich gleichzeitig mit der Entwicklung. Die ist aber nicht Teil unbedingt immer unseres Projektes. So wie wir zum Beispiel im Vorgängerprojekt Open Now einen riesigen Onboarding-Prozess analog entwickelt haben. Und als wir alle Menschen im Boot hatten, die da mitgestaltet haben und gesagt haben, so muss ein Onboarding-Prozess aussehen, haben wir jetzt nach weiteren 2 Jahren dieses ganze Onboarding-Modul in unserem System abgebildet und ist ein digitales, es ist eine App geworden. Wir nehmen das mit, gucken aber erstmal, dass wir die Leute von der Motivation, vom Handeln, vom Sinn erfahren. Also Motivation entsteht ja nur, wenn jemand sieht, es macht auch Sinn, sich damit, es hat Sinn für mich oder meine Arbeit oder mich persönlich. Und das bereiten wir erst einmal vor, und da haben Sie recht, Frau Klawitter, wir bereiten vor, und dann rollen wir nochmal weiter aus. Und das klappt fantastisch. Und für diese Prozesse hat man sonst einfach nicht diese Muße und diese Möglichkeit, die man ohne Projektförderung hätte. Und das können wir jetzt machen. Denn wir brauchen keine Schnellschüsse, wo uns die Mitarbeiter immer links und rechts wegspringen, weil sie nicht wissen, warum und wieso und jetzt noch was Neues. Sie werden jetzt befähigt, innerhalb von diesen 3 Jahren zu gucken, okay, ja, das macht Sinn. Und wir haben es entwickelt und es macht Sinn, weil es genau uns und unsere Ansprüche bedient für unsere Klienten. Und dann gehen wir wieder in die technische Entwicklung. Also so kann man es vielleicht beschreiben. Ich frage noch einmal ganz kurz an unsere Teilnehmenden. Haben Sie noch eine abschließende Frage? Dann können Sie die gerne noch in den Chat schreiben. Ansonsten ist es tatsächlich auch schon das Ende unserer heutigen Werkstattgespräche. Ich sehe gerade, die Ankündigung ist auch schon im Chat, dass es morgen weitergeht. Unsere Reihe ist ja Dimido. Aber bevor wir das morgige Projekt ankündigen, noch einmal eine Möglichkeit zum Abschlusssatz. Was ist Ihre nächste Herausforderung, Frau Zwart-Scholten? Die nächste Herausforderung, meine persönliche, sage ich mal, im Projekt ist, dass wir digital die Bewerbungen einfliegen lassen wollen. Bedeutet also, ein Anmeldesystem aufzubauen und einfach durch gute Teasertexte und Ankündigung und Transparenz Mitarbeitende für die Werkstattmodule zu gewinnen. Ich muss sagen, ich bin sehr positiv gestimmt, weil einige aus den Projektlinien 1 und 2 anfangs gesagt haben, so, ich wurde gefragt, aber ich mache wohl mit, und jetzt gesagt haben, so, wenn die Werkstattmodule, wann werden die ausgeschrieben? Ich bin dabei. Also ich freue mich auf jeden Fall auf den Anmeldeprozess, aber das wird die nächste große Herausforderung. Frau Stegink, freudig und positiv auf die nächsten Herausforderungen. Wo schauen Sie da?
rauf? Ich finde, die Pandemie hat uns einen wunderbaren roten Teppich ausgerollt. Wir freuen uns alle, uns wieder in Präsenz zu sehen. Wir sind ganz froh, dass wir wieder zusammenarbeiten dürfen. Und ich glaube, das bereitet, darüber bin ich froh. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen Spirit mitbringt. Bin ich froh, dass wir auch in der Führungskräfte-Riege vielleicht dieses Führungskräfte ein bisschen behandeln können. Und ich freue mich darauf, dass wir ein Unternehmen sind, was sich mit diesen Themen auseinandersetzt, und freue mich drauf, dass wir ein Unternehmen werden, wo alle auf Augenhöhe austauschend mit Blick auf den Menschen mit Behinderung einen tollen, dienenden und Job machen, der alle Menschen in den Mittelpunkt der Gesellschaft bringt. Bisschen pathetisch, aber darauf freue ich mich. Und dass wir ständig in Bewegung sind, das freut mich einfach riesig. Ja. Ja, das ist also wirklich überzeugend rübergekommen und man merkt, dass Sie da mit viel Herzblut auch bei der Sache sind. Und der Bogen schließt sich, würde ich mal sagen, mit diesen Erfahrungen, die Sie heute uns auch nochmal dargestellt haben und an denen wir teilhaben durften. Wir danken Ihnen vielmals für Ihre Einblicke, dass Sie die Türen geöffnet haben. Das Projekt, das befindet sich noch in der Umsetzung. Sie haben gesagt, da sind große Dinge noch in Planung und wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg dabei. Und Ihnen, liebe Teilnehmer, vielen Dank. Danke. Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auch ganz herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wir sind ja heute wirklich in einer Teilnehmendenschaft auch gewesen, wo Sie auch wahrscheinlich eigene Herausforderungen in der freien Berufsplatzpflege haben. Ich verweise gerne auf den morgigen Tag. Die Mido, 3 Wochen lang sind unsere Werkstattgespräche. Das heißt, morgen geht es 14 Uhr weiter. Wir werden dort Iliana Dilger und Cassandra Ribeiro von den Fröbel Leipzig und Berlin hören und es geht um das Projekt Kita 4.0. Wir freuen uns sehr, wenn Sie wieder mit dabei sind und bis dahin.